herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht tatsächlich am Lamborghini weiter. Lambo. Und zwar im letzten Video hatten wir ja nach Hilfe gebeten. Erstmal cool, dass gefühlt 500 Firmen sich angeboten haben, sich um unsere Lagergasse zu kümmern. Da ging es ja darum, da einmal sauber durchzubohren. Mhm. Allerdings hat uns auch ein Maschinenhersteller kontaktiert. Das war beziehungsweise ein Vertrieb von der Maschine. Ja. CPR. Ja. Herr Rechsteiner. Ja. Liebe Grüße und vielen Dank. Da hattest du auch damals diese coole Kolbenring-Schleifmaschine her, ne? Genau. Die meisten Geräte kaufe ich von ihm, diese Motoren-Instandsetzungsgeräte. Genau. Und da war Björn fündig geworden zu dieser Maschine. Genau. Das heißt, wir können jetzt Lagergasse selber vor Ort bohren. Genau. Kann man so beziehungsweise sagen. Beziehungsweise Rolf kann das. Ja. Also, diese Maschine ist eigentlich nicht direkt ein Hauptlagerbohrwerk, sondern das war mal ein großes Nockenwellenbohrwerk. Aber diese Hauptlagerbohrwerke, die es gibt, die sind so riesig groß. 4 Meter lang, 3 Meter lang. Für so richtig massive Klopperdinger, LKWs, V8-Ami-Sachen will ich nichts mehr zu tun haben. Deswegen habe ich mich für diese kleine, filigrane Maschine entschieden. Mhm. Und sie ist erstmal schön kompakt und sie funktioniert. Wir haben viel geguckt. Das Einzige dabei ist, sie ist eben nicht so knüppelfest festgespannt wie am Bohrwerk. Das bedeutet für dich ganz klar, nur gucken, nicht anfassen. Wenn du zu feste drückst, verstellt sich das, dann ist dein Lambo kaputt. Okay, ich mache nichts. Gut, ja. Das Hauptlagerbohrwerk grob erklären. Wir bohren ja die Gasse durch. Und ich habe dir was vorbereitet, was dein Problem war bei der Sache. Und zwar hast du ja die Verstiftung gemacht. Mhm. Deswegen, wir haben ja 2 Halbschalen. Und durch die Verstiftung ist ja leider ein ganz klein bisschen daneben gekommen. So hätten wir hier durchgeholt, hätten wir hier den Bereich ja definitiv zu groß gehabt. Das wäre ja nicht ganz passend gewesen. So haben wir in dem einen Video haben wir die Unterseite abgeschliffen. Normalerweise wäre das der Kranz. Wir haben jetzt so viel abgeschliffen. Nur darstellungsmäßig, es war nicht so viel. So, dass wir eben hier wieder auf den Punkt kommen und hier müssen wir das nachher wegbohren. So halb. Dadurch müssen wir jetzt die Bohrung nicht genau in die Mitte setzen, sondern ein ganz klein bisschen versetzt, weil wir sind nicht ganz sauber bis hierhin, weil so viel abschleifen ging nicht. Deswegen beim Ausrichten muss man jetzt merken, das ist wirklich so unglaublich komplex. Man hat diese 2 Seiten. Diese obere Brücke ist so verdreht gewesen mit der Zentrierung. Also müssen wir die Gasse zwar gerade machen und so um Rolf 500 so versetzen, dann die Bohrung hierzu so 500 runter, dass wir genug Fleisch haben, dass wir eine saubere Bohrung hinbekommen. Das ist wirklich sehr, sehr komplex. Rolf hat sich an der Maschine eingearbeitet, der bedient die auch gleich, weil ich kann es nur theoretisch, so wie du. Das heißt, wirklich komplett neu ausgerichtet eigentlich. Wie komplett neu ausgerichtet? Also die eigentliche Achse da drin ist eigentlich komplett neu ausgerichtet. Kann man so sagen, wir müssen uns natürlich an den alten Bohrungen richten mit den Messuhren und dann müssen wir sozusagen überlegen, wie müssen wir sie versetzen, dass wir wieder ein rundes Loch hinbekommen. Jetzt nochmal kurz zu der Maschine. Ja. Weil es sieht halt einfach nicht aus, als wenn die jetzt da so durchbohren könnte. Ja. Wie funktioniert die? Die funktioniert hauptsächlich kann man sagen, wir haben hier unsere 3 Arme mit einer Messingbuchse drin. Damit wird eine Bohrstange geführt. Diese Bohrstange, ganz grob, ist diese hier. Diese Bohrstange, die ist aber lang. Die ist lang. Du kannst ja alles mit bohren. Das stimmt. Ja, kannst du also noch viele Ideen kannst du machen. Oh Gott, ja. Dann war natürlich, ich habe mir den 3. Arm extra geholt, weil ich wollte, dass das Ding bloß nicht schwingt. Deswegen, original war die Stange nur mit 2 Armen. Auch einen 3. Arm gekauft. Habt ihr vielleicht bei Insta gesehen. Ich musste hier rausfräsen, weil der Block einfach hier, also das dort, mussten wir mal eben die 100, neue Maschine. 100%, wenn es ein V6 gewesen wäre, hätte ich gesagt, so eine Scheiße. Mach ich nicht. Kack, ja. V6. Und beim V6 ist es genauso schlimm. Ich habe schon einen V6 daneben gehabt und habe nur gedacht, Kacke. Naja, die Stange kommt da rein. Und sie wird, diese Dinger müssen ausgerichtet werden, die sind aber immer fest. Die sind immer fest mit dem verbunden. Das ist ja genau meine nächste Frage. Denn wir richten den Block mit diesen Schrauben.
Mit den beiden Schrauben können wir so und so fein einstellen. Mhm. Und damit wir sehen, wo wir sind, haben wir diese Messuhren an den Seiten. Das ist eine Messuhr mit einem Taster und wir fahren sozusagen die Bohrung ab und können auf der Uhr erkennen, ob wir mittig sind. Mhm. Natürlich ist das hier schwierig. Wir müssen dann noch überlegen, wir müssen ja versetzt sein. Also wir haben die beiden Seiten richten wir aus, überlegen, wo wir stehen müssen. Dann haben wir es feste und dann können wir anfangen zu bohren. Und ein Denkfehler und alles ist futsch. Ja, genau. Und einmal runternehmen und auch alles futsch. Das ist dann fast nicht möglich mehr, das zu machen. Das geht zwar, wir haben in dem Fall schon die mittleren vorgebohrt, zum Gucken, ob der Durchmesser passt, ob das richtig war. Die hatten und auch zwei, weniger Versatz, ne? Weil die war ja mehr so verdreht. Genau, ne? Eins war passend, eins war nicht passend. Mhm. Aber jetzt fürs Video machen wir die beiden äußeren und die inneren sind sozusagen fertig, weil das hätte wirklich Stunden gedauert daneben und dann wäre das wahrscheinlich auch gewesen, die Ablenkung immer, dass wir uns gar nicht konzentriert hätten und wärst du selber schuld gewesen. Also haben wir gut vorbereitet und jetzt gehe ich sogar auch weg hier, weil die Bedienung ist aber was anderes. Bisher bist du super happy mit der Maschine. Genau, also es wird wirklich schön. Eine Sache habe ich noch dazu geholt und zwar diese Stange. Die hat so einzelne Bohrungen. Mhm. Die hat so einzelne Bohrungen, wo man eigentlich den Stahl einspannt. Mhm. Aber jedes Mal, weil der hat ja immer nur 15 cm Hub, das Ding. Du kannst ja nicht in einem durchfahren, im Ganzen. Deswegen musst du den Stahl immer versetzen. Das ist dämlich. Deswegen haben wir uns den Ring geholt. Den kann man einmal einstellen und kann man den an die Position setzen, wo man möchte. Ah, und das ist auch die Schneide, die später wirklich daraus bohrt. Genau. Beziehungsweise schneidet. Genau, da wieder für die Zerspaner. Ha. Es war eine originale Hartmetallplatte, beschichtet von allerbesten Beschichtung, die es gab. Die haben wir runtergeschmissen, haben die billige K10-Alu-Platte genommen, weil die einfach so unglaublich scharf ist. Und bei uns ist es mal wieder wichtig, Standzeit und Geschwindigkeit ist nicht wichtig, nur die Wiederholgenauigkeit und die Genauigkeit. Mhm. So hatten wir zum Beispiel für euch, Zerspaner, mit der beschichteten Platte ist man einmal durchgebohrt, dann ist man nochmal durchgebohrt, hat nochmal 300 rausgenommen, dann haben wir das mit der Platte genommen, durchgebohrt, nochmal durchgebohrt, nur einen halben 100 noch rausgekommen. Mhm. Das bedeutet, die ist viel schärfer und macht sofort die richtige Bohrung. Mhm. Ja, kannst du jetzt noch Fragen stellen? Nö, aktuell habe ich keine. Ja, gut. Dann, Rolf, kannst du gerne mal weitermachen. Genau, wir können das einmal hier nochmal bei den Messuhren kurz zeigen, wie wir die Gasse ausgerichtet haben. Also normalerweise wäre die Grundgasse, ist jetzt schwer vielleicht zu sehen, hier der Zeiger auf 0, die ist jetzt etwas angehoben, damit wir unten hinterher, was eigentlich oben im Block ist, einmal frisch durchbohren. Wenn ich jetzt 90 Grad zur Seite fahre, sieht man, ist es da auch 200stel in Richtung Mitte verschoben und hier ist es etwas vor der Null, da ist es etwas größer, weil das der Versatz halt von der Gasse war, den wir jetzt, wie Björn es eben erklärt hat, ausgleichen müssen. Mhm. Das ist auf beiden Seiten identisch, das hat auch gut geklappt mit dem Durchbohren hier in der Mitte, dass wir da eben überall so die Gasse jetzt wieder hergestellt haben, wie wir wollen. Natürlich ist deine Kurbelwelle prinzipiell jetzt hinterher 400stel Richtung Kolben versetzt. Boah, mehr Verdichtung. Ja, genau. Aber wie gesagt, wir reden um über 400stel. Ne? Geht halt darum, dass wir einmal die Bohrung komplett sauber bekommen. Mhm. So, das heißt, jetzt muss ich hier tauschen. Da kommen jetzt die Uhren raus. Auf beiden Seiten. Das Messing auch, ne? Das Messing auch. Jetzt werden noch so Füllstücke hier eingesetzt, die schmieren die Welle. Die sind mit Öl getränkt. Ich habe es hier schon falsch gemacht. Ich habe die falsch rausgezogen. Ich hätte es lassen sollen. So. Jetzt darfst du halt auch mal nichts anfassen, Björn. Stange dabei. Also wirklich, diese Maschine ist von der Komplexität her, von allen Maschinen wirklich das, wo man am allermeisten Gedanken machen muss. Das ist wirklich unglaublich. Ja klar, weil du denkst halt immer so ins... Denn wenn du einmal bohrst und du bohrst falsch, dann war es das. Dann war Feierabend. So, jetzt wird die Spindel hier in die Maschine, wird die angesetzt und auf ein Gewinde geschraubt. Das ist hinterher der Antrieb, den wir brauchen.
Einmal kurz mit Hand festgezogen. Die braucht wirklich nicht viel Kraft. Also die Schneidkräfte sind extrem gering. Das hatten wir uns auch anders vorgestellt. Ne, weil wir dachten, ob das alles so mit den zum Hauptlagerbohren ja funktioniert, weil es ja eigentlich für Zylinderköpfe gedacht ist. Aber die Schneidkräfte sind wirklich extrem gering. Mhm. Und von daher, auch wenn man es hinterher löst, es geht einfach mit zwei Fingern und man dreht es wieder ab. Mhm. Krass, ja. Okay. So, jetzt haben wir dann unseren Schneidring. Wie habt ihr bei dem ermittelt, welchen Durchmesser ihr jetzt gleich schneidet? Das kann ich relativ einfach hier zeigen. Weil das muss ja dementsprechend auch ziemlich sehr genau sein. Genau. Man setzt den Ring einmal auf die Welle, zieht den fest und dann gibt es ähnlich wie beim Zylinderbohrwerk hier eine Uhr, auch wieder eine Einstelluhr, wir haben einmal den Ringdurchmesser ermittelt, was der Ring hat. Der hat genau 60 mm. Dann wird das mit Magneten hier aufgesetzt, vorsichtig auf den Ring gestellt. Also und dann, dann kann man hier halt den Höhepunkt ermitteln und stellt dann einfach an der Schraube den Durchmesser ein, den man haben möchte. Natürlich vorsichtig, man bleibt immer ein bisschen vor dem Maß, bohrt dann einmal an, bis er oben und unten gerade eben ankratzt, dass man messen kann. Mhm. Ich brauche ja immer für meine Innentaster oben und unten ein Maß, dass er da ankratzt, dass ich da einmal messen kann, guck dann, wo ich bin und gleich das an. Mhm. Ja, also es ist nicht so genau, dass man immer davon ausgehen kann, wenn jetzt hier 60 ist und ich stelle an der Uhr 60 ein, da sind irgendwie mal 6-7 Hundertstel da drin, da muss man sich rantasten. Ja, okay. Dann nullt man einmal die Uhr und dann das Schöne funktioniert ist aber, das. Was ich nicht gedacht hätte mit dem Ring, weil es ist ja ein bisschen beweglich und labberig. Er hat die versetzt, ein nach dem anderen, und wir hatten nur einen halben Hundertstel, glaube ich, maximal als Differenz. Das heißt, einmal eingestellt, bohrt er durch und wir brauchen die auch gar nicht mehr zu holen nachher. Die ist fertig aufs Maß. Krass. Ja. So, jetzt ist es ein bisschen fummelig. Setze ich den Ring da ein. Sieht man nicht viel, weil ich mit der Hand drum greifen muss. Wird der festgespannt. Grob ausgerichtet, dass ich vor der Bohrung bin, wo ich bohren möchte. Jetzt muss ich hier hinten die Welle fixieren, damit die auch einen Vortrieb hat. Wird einmal da hinten festgespannt, da ist so ein Spannfutter hier drauf. Das ist der Antrieb, das ist die eigentliche Bohrwelle. Und die wird halt hier mit diesem Futter fixiert. So, dann gucken, alles ist freigängig. Jetzt dreht sich die Welle. Wie ist das so in dem Fall mit Drehzahl und so? Kann ich hier stufenlos einstellen. Ist auch wieder erfahrungswert. Oder? Genau, ist auch wieder erfahrungswert. Ja, und jetzt hört man halt eben, dass er schon bohrt. Er freut sich. Und das ist alles, was passiert. Also ist theoretisch viel mehr Überlegungsarbeit und Gedanken machen, als am Ende einfach aufklopfen. Genau, und langsam rantasten, ne, halt eben einmal anbohren, gucken, wo nimmt der Stahl nicht. Ja. Das genau, ich habe auch am Anfang das ein bisschen mit dem schwarzen Edding angemalt, weil man kann da drin echt kaum reingucken. Ne, und bevor man dann einmal falsch bohrt, das wäre echt schlecht. So, jetzt hat er da durchgebohrt. Das war im Prinzip jetzt der ganze Zauber. Wie Sie sehen, sehen Sie fast gar nichts. Genau, wie Sie sehen, sehen Sie fast gar nichts. Das ist jetzt schon Endmaß oder noch einmal rüber wieder? Nee, das ist Endmaß. Mhm. Weil, wie Björn gerade gesagt hat, wenn wir jetzt da nochmal durchfahren würden, würde dieser Schneidstahl nur ungefähr einen halben Hundertstel Millimeter nochmal rausnehmen. Nee, das meine ich ja, aber man fährt man trotzdem noch ein zweites Mal rüber. Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, okay. Ja. Wenn wir jetzt messen würden und sagen, okay, es ist ein ganz kleiner Hauch noch zu klein, dann könnte man sagen, okay, wir spannen ihn nochmal auf und fahren nochmal durch. Mhm. Na, aber prinzipiell braucht man das echt aber nicht. So, jetzt fahre ich den wieder zurück. Ja, es ist Überdruck. Mit Luftdruck werden hier Zylinder mit Öl beschlagen, so hat man einen hydraulischen Vorschub, aber die hydraulische Kraft wird im Endeffekt mit Druckluft produziert. Aufs Hydrauliköl, und Hydrauliköl kann man ja viel besser justieren vom Vorschub, als Luft ist ja zu viel. Ja,
und hat ein bisschen gedauert, bis wir es wussten, wie es geht, aber es geht gut. Das heißt, was kannst du jetzt mit der Maschine alles mehr machen, was vorher nicht ging? Ich kann jetzt alles machen, was mehr als V6 oder was Vierzylinder ist. Ich kann sogar jetzt auch, kommt bald, VR6, hast du bestimmt direkte Anfragen gehabt von Ben, glaube ich. Der hat sich Platten machen lassen, wo die Hauptlager drin waren. Und der hat aber keinen gefunden, der das eben bohren kann. So gut. Und deswegen, das ist wohl das nächste, was wir machen. Freue ich mich richtig drauf. Das heißt, du meinst Versteifungsplatten direkt die Böcke mit rein? Genau, haben, ja. Ich bin mal gespannt, wie das passt. Weil der VR6, wir haben ihn nur mal daneben gestellt und haben schon gesehen, dass der Kragen noch höher ist. Das heißt, jetzt, es könnte sein, dass wir den Bock noch mehr ausfüllen. Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus auch gesagt, dass der definitiv, also dass die Welle viel, viel tiefer am Block sitzt. Ja, wir haben aber für die Maschine haben wir zwei Wellen. Das hier zum Beispiel ist die Welle für die großen Durchmesser und ein 1/8T, das ist 70 mm und der 1/8T hat 59 mm. Dafür nehmen wir, muss mal so grob drüber greifen, haben wir noch eine... Einen zweiten Zigarrenkasten. Ja, haben wir noch eine kleinere Welle mit einem kleineren Ring. Sieht alles genauso aus, ist halt eine Stufe kleiner, dass wir damit mit dem versetzbaren Ring dann das heißt, auch die kleinen Motoren machen können. Theoretisch, da du ja leider keine Zylinderköpfe mehr machst, könntest du damit aber auch Zylinderköpfe retten. Oi, Gott. Also ich glaube, dass Zylinderköpfe noch schwieriger sind zu machen, weil da sieht man noch weniger drin. Und die neueren Zylinderköpfe, wie zum Beispiel Golf 7R, wo der Ventildeckel mit Nockenwellenbrücke zusammen ist, ja, wie soll man denn das einstellen, wenn man nicht reingucken kann? Und dann am Ende ist auch noch zu das Ganze. Also wir brauchen eine Welle, die durchgeht. Ah, geht ja da gar nicht. Ja, ja. Also Loch bohren. Grundsätzlich sage ich nein, kann ich nicht. Lohnt sich wahrscheinlich auch vom Aufriss her manchmal bei Köpfen. Dann nicht. Block ist ja immer was anderes dann nochmal. Ja, außerdem braucht man den Kopf nie mit Stahlböcken verstärken. Und einen Block, ja, haben wir ja, schon öfters gemacht. Ja. So, das heißt jetzt die Seite, da kann man tatsächlich jetzt auch mal ein bisschen was nochmal kurz genau, sehen. Genau, ist wieder eingestellt. Ist kurz davor. Dann starten wir wieder. Jetzt kannst du schauen mal. Verschiedene Vorschübe einstellen von 500stel bis 1/2 Zehntel und hier stelle ich einen linearen Vorschub über die Hydraulik rein und kann unabhängig davon die Drehzahl einstellen. Also komplett getrennt alles. Kurz noch was gesagt, ihr hört es vielleicht, dieses ungleichmäßige, jetzt muss er mal ausmachen. Habt das vielleicht gerade gehört? Das liegt daran, weil wir ja jetzt hier sozusagen hier unten weniger rausbohren als hier oben. Und das erzeugt natürlich ein anderes Geräusch. Und in der Seite bohren wir fast gar nichts raus. Also haben wir immer das Geräusch gehört. Viel sparen, kein sparen, bisschen sparen, kein sparen, viel sparen. Falls das gehört habt, auch dieses ungleichmäßige Geräusch. Dazu kommt noch, dass der Lambo ja oben Stahl hat und unten Alu. Das macht ja auch ein anderes Geräusch. Ja. Der Stahl lässt sich ja etwas schwerer bohren. Ja. Soweit fertig. Jetzt kann man die Welle rausnehmen. Das Lustige dabei ist, finde ich, wenn der Block jetzt drauf bleibt und wir die Stange rausnehmen, die Böcke rausnehmen, messen, merken, ach nö, wir müssen doch noch ein bisschen, weil jetzt als Beispiel, da stand jetzt 3 Tage, bis du kamst und da hat sich irgendwas verstellt, können wir das, die Böcke wieder draufpacken, die Stange wieder reinpacken und wir können wieder die gleiche Richtung bohren. Das finde ich interessant, der Gedankengang, dass diese Böcke immer die absolut gleiche Position haben. Wenn der Block dazu auch genau die Position hat. Der Block ist ja unabhängig, die Stange hat immer die gleiche Position. Schon klar, aber du musst ihn ja schon dann komplett neu ausrichten. Das stimmt, ich habe ja gesagt, wenn der Block jetzt stehen bleiben würde und man wollte zum Beispiel, man merkt, oh, die Spindel ist zu groß, zu klein, ich muss die andere nehmen, vollkommen egal, kann man so machen.
Ja. Und wenn man jetzt den aufmacht, abnimmt, wieder draufsteckt, ist dann auch gleich? Dann ist er komplett gleich. Das ist mit einem Schwalbenschwanzführung hier ein bisschen. Und dann können wir noch einmal die Bohrung so ein bisschen anführen. Machen wir gleich. Und so ist wieder gerade. Und egal, wo du es hinpackst, die Fläche ist so genau geschliffen, dass man sich damit aussuchen kann. Ja. Und es halt auch auf jeden Fall immer 100% gerade ist. Ne? Ja. Wenn du jetzt dort reinguckst, vielleicht mit Licht, wirst du sehen, dass es nicht 100% rund geworden ist, weil es ging einfach nicht. Dafür war es dann doch zu viel Versatz. Aber wir sind nur die letzten paar Zehntel Millimeter. Relais wohl im Licht, dass du das sehen kannst. Man sieht vielleicht, hier hat er nicht ganz genommen. Wenn du von unten so ein bisschen filmst, dann sieht man hier auch, hier ist es oben hell und hier hat er nicht genommen. Das sind so die Reste, die wir nicht rausbekommen. Also man kann sagen, wir haben nicht ein perfektes Loch. Wir haben am Ende, das ist so 1, 2, 3, wie viele Hundertstel sind es, Rolf? Können wir es eben messen. Okay. Ich habe die Messung eingestellt auf die 70 mm Sollmaß, was die Lagergrundbohrung haben muss. Und ich jetzt hier einmal da sind jetzt knapp 200stel ist es zu eng, das ist ganz gut. Das heißt, wenn jetzt das Lagerspiel zu eng wäre, wenn man das demnächst mit Lagern und der Kurbelwelle dazu vermisst, noch zu eng wäre, hätten wir noch die Möglichkeit, etwas aufzuholen. Draufholen ist ja immer schwer. Mhm. Ne? Deswegen habe ich das so eingestellt, dass es etwas enger bleibt. Und wenn wir jetzt hier zur Seite gehen, da ist es immer noch 200stel zu eng. Und jetzt kommt der Bereich, wo er nicht genommen hat. Da sieht man jetzt, bin ich 100stel größer im Plus. Ne? Da ist der Zeiger jetzt vor der Null. Jetzt drehe ich nochmal langsam in ihre Richtung. Da bin ich 200stel hinter der Null. Das heißt, hier ist es zu eng. Und da bin ich 100stel eigentlich vom Sollmaß größer. Das ist aber in dem Bereich der Trennfläche kein Problem. Das heißt, das hätte man theoretisch wegbekommen können, indem man die Lagergasse noch mehr plant und das Ganze noch tiefer setzt. Irgendwann muss man ja auch den Block planen. Weil da ist es immer auf der Trennstelle 70. Ne? Wir müssen einen Kompromiss machen, aber das ist okay so. Definitiv. Weil an der Stelle das Lager eh nicht so trägt wie... Jetzt nochmal, was ich hier neu dazugelernt habe an so einem Alublock, ist beim normalen Gussblock hast du ja, der Block ist aus Guss, die Kurbelwelle ist aus Stahl, die Materialien haben die gleiche Wärmeausdehnung. Wir machen dort 400 bis 500stel Lagerspiel. Es wird warm, 90 Grad Öltemperatur, alles dehnt sich gleichmäßig aus. Beim Alu ist es aber anders. Hier erhöht sich das Lagerspiel im warmen Zustand stärker als bei dem Pleuel. Bei dem Pleuel bleibt es gleich, da ist es ja auch Stahl und Stahl. Und hier haben wir Alu und Stahl. So macht man das. Ich habe es zufällig bei einem GTR-Block gesehen, bei einem Original-Werkstatthandbuch, dass die GTR-Kurbelwellen nur 300stel Hauptlagerspiel haben sollen. Das fand ich sehr wenig, aber ist ja logisch. Ne? Block dehnt sich mehr aus und im Betrieb hat man dann wieder seine 500stel Spiel. Deswegen haben wir auf minus 2 gemacht. Den ersten Versuch, den ich gemacht habe, war auf 500stel Spiel und jetzt haben wir auf 300stel Spiel. Ja, soweit. So gut. Die Maschine. Das heißt, der Block ist jetzt theoretisch nicht einsatzbereit, aber so, dass wir jetzt als nächstes erst mit Lagerspiel oder in Buchsen weitermachen. Ach, das ist, wir können die Lagerspiele einmal machen, aber im Endeffekt Kurbelwelle und so weiter hast du ja gerade noch. Das nächste wäre jetzt für mich, dass ich Buchsen anfangen würde. Das nächste Video wäre eigentlich Buchsen. Okay. Ja. Das wird auf jeden Fall wieder cool. Ja. An denen war Guido ja schon wieder fleißig. Ja, natürlich. Er war gestern auch schon auf der Messe und hat kurz berichtet. Ja. Ich würde sagen, nochmal vielen Dank an Herrn Rechsteiner von CPR. Definitiv. Hat alles perfekt funktioniert. Mhm. Rolf hat top Arbeit geleistet hier. Ja, der Björn hatte nicht so die Zeit, sich einzuarbeiten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao.